Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück zu Keepsake. So, im letzten Part waren wir ja noch an dem Rätsel des Teleskopes. Der letzte Part ist mir leider verloren gegangen, deswegen habt ihr den nicht gesehen. Dort habe ich lediglich noch weiter am Teleskop rumgetüftelt und dann die Rätsellösung in Anspruch genommen, weil ich da einfach nicht weiterkam. Zur Belohnung haben wir dann hier dieses Gefäß bekommen. Jetzt sollen wir das Flaschenschiff-Rätsel hier in Nathaniels Büro lösen. Dazu habe ich mir schon die Lösung aufgemacht, denn ich habe dieses Rätsel schon ein paar Mal gemacht und mir ist leider, also ist jetzt, ich weiß nicht, der vierte, fünfte Ansatz, diesen Part aufzunehmen, mir ist immer das Spiel abgestürzt. Wir hatten das ja schon mal bei einem Rätsel, als wir doch in diesem Raum der Prüfung waren oder sowas, genau, ich glaube, der Raum der Prüfung war das da, wo uns ja auch immer das Spiel abgestürzt ist. Und genau das gleiche Phänomen habe ich jetzt hier auch. Deswegen habe ich mir gleich die Lösung rausgesucht, damit wir einfach straight nach Lösung da durchgehen können. Vielleicht lösen wir dann eben nicht diesen Absturz aus. Und wir schauen mal, dass wir da durchkommen. Falls wir da nicht durchkommen sollten, wäre dann eben noch eine Möglichkeit, die Rätsellösung in Anspruch zu nehmen. Aber ich hoffe, dass wir das nicht brauchen. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal hier in das Flaschenschiff rein. Schauen uns hier das Ganze mal an. Hier kommen wir zurück in Nathaniels Büro. Und hier haben wir eine Schatzkarte, der wir folgen sollen. Also ungefähr diesen Bogen sollte das Ganze dann nehmen, also unseren Weg. Und dann gehen wir da mal rein. So. Und jetzt machen wir das Ganze hier nach Lösung. Da steht jetzt links hinauf. Gut. Also das ist ja auch logisch, ne? Ich meine, der Weg geht ja auch gut. Und dann hier hoch. Dann müssen wir gleich rechts wieder runter. Also ich hoffe wirklich, dass da jetzt nichts passiert. Hinten wieder hoch. Dann links hoch. Links. Und dann nochmal hinten. Genau. So. Nathaniels Büro? Lydia! Zack, wo warst du? Als wir das Schiff verließen, kam ich auf eine Art Berggipfel, umgeben von Treppen. Ich auch. Nachdem ich mich umgeschaut hatte, stieg ich eine der Treppen hinab und kam hierher. Dieser Ort sieht aus wie Nathaniels Büro, aber ich glaube, wir sind immer noch im Inneren der Flasche. Okay, gut. Also, haben wir das geschafft? Jetzt nur noch beten, dass wir hier wieder rauskommen aus der Flasche, ohne dass irgendwas passiert. Okay, so, hier haben wir die Flasche. Na, komm mal. Nein. Hier drinnen bleiben, bitte. Nichts verkehrt machen. Okay. Eine Schublade. Okay, aber mehr können wir nicht machen, ne? Ach, wir können die nur wieder zumachen? Nee, ich würde sagen, die lassen wir mal offen. Das wird schon den Grund haben, warum wir die hier öffnen. Ah, okay, die geht also wieder zu. Na gut. Dann wird das keinen Grund haben. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Gehen wir da in die Ecke. Nee. Okay, sonst ist hier nichts. Das heißt, wir gehen jetzt einfach durch die Flasche zurück und gucken, was passiert. Endlich sind wir wieder draußen. Scheinbar hat sich nichts, was wir in dem Büro in der Flasche gemacht haben, auf diesen Ort ausgewirkt. Ach nein, und hier hinten? Ich hoffe doch, dass das Auswirkungen hatte. Ah. Ein Porträt von Celeste? Was? Zeig mal. Das ist kein Porträt von Celeste.
Es ist das Gemälde eines riesigen Drachen, der vor einem Bergrücken sitzt. Seltsam. Wir sehen nicht das Gleiche. Genau wie bei deinem Gemälde im Kunstraum. So, Celestes Porträt. Ein schönes gemaltes Porträt von Celeste, gefunden in Nathaniels Büro. Okay. So, dann habe ich ja auch gleich einen Verdacht. Können wir das Dings da noch mitnehmen? Das ist doch hier, wie nennt man die Dinger? Sextant oder sowas? So. Hä? Was ist das denn? Wow, was ist jetzt los? Ein Transporter. Miriam, was hast du getan? Schau, eine geheime Teleporter-Plattform. Okay. Ja, toll. Okay. Also ich wäre jetzt in den Kunstraum gegangen. Also die Bilder hätte ich jetzt da gemacht. Aber okay, wir gucken hier mal, wo wir landen. Oh. Wahnsinn! Ein geheimer Raum! Anscheinend eine Art geheimes Studierzimmer. Sieh dir all die Wurzeln an! Ich glaube nicht einmal, dass wir noch in der Schule sind. Okay, also nicht in der Schule. Wir gucken uns erstmal um hier. Mal schauen, was wir finden. Noch so ein Ding. Dragonus Enferinus. Das verstehe ich nicht. Es funktioniert nicht. Vielleicht ist er zu alt und die Magie ist nicht mehr aktiv. Ich weiß nicht, aber ich werde den Geist von Großmeister Nightingale fragen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Mhm. Okay, aber wir haben hier ja auch noch was anderes. Wow, schau dir den Staub auf diesem Pult an. In letzter Zeit wurde hier anscheinend nur diese Notiz geschrieben. Lydia, was ist los? Es ist dieser Zettel. Es ist... Ich kann es nicht glauben. Was steht darauf? Sag schon, du machst mich ganz nervös. Der Teil, der mich so auffüllt, lautet: Celeste, es tut mir leid, was ich tun muss, aber mir bleibt keine andere Wahl. Wer hat das geschrieben? Hier steht keine Unterschrift, aber wer außer Nathaniel hätte Zugang zu diesem Ort? Jetzt mache ich mir große Sorgen. Was wollte er tun, was ihm Celeste verzeihen sollte? Lydia, sei stark. Celeste und wahrscheinlich auch der Rest der Studenten brauchen uns immer noch. Wir müssen herausfinden, was hier los ist. Ja, das tut mir leid. Suchen wir weiter. Okay, handgeschriebene Notiz. Eine Notiz mit dem Wortlaut: Celeste, es tut mir leid, was ich tun muss, aber mir bleibt keine andere Wahl. Gut, da haben wir, glaube ich, alles. Dann gucken wir uns hier das Regal mal an. Was für eine seltsame Bibliothek. Sämtliche Bücher sind transparent und man kann sie nicht anfassen. Fast als wären sie nicht real. Es ist eine Geisterbibliothek. So komisch es klingen mag, aber du scheinst recht zu haben. Aha, okay. Vielleicht kann uns der Geist von Großmeister Nightingale mehr darüber sagen. Gut, also hier haben wir dann anscheinend erstmal nichts mehr. Ich kann keines der Bücher berühren. Okay. Gut. Das hat mit Sicherheit irgendwas, müssen wir hier machen. Aber gut. Wir gehen dann erstmal. Das Ding können wir ja nun auch so gar nicht benutzen. Ne? Dragonus Enferinus. Tja, geht nicht. Okay. Das verstehe ich nicht. Es funktioniert nicht. Hatten wir gerade eben schon. Vielleicht ist er zu alt und die Magie ist nicht mehr aktiv. Ich weiß nicht, aber ich werde den Geist von Großmeister Nightingale fragen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Gut, also, dann erstmal raus hier. So, ich werde mal eben schnell speichern. So. Gut. Ich wollte jetzt ja in den Kunstraum, ne? Wir haben ja das Gemälde, also das Porträt von Celeste. Und da würde ich jetzt gerne in den Kunstraum gehen. Da kommen wir jetzt wie hin? Ich muss kurz überlegen. Gott, das ist aber ein bisschen kompliziert jetzt hier.
1. Über die Treppe. Vom Nordturm über die Treppe. Das könnte was werden. Egal, wir müssen sowieso hier den gelben nehmen, um hier überhaupt von Nathaniels Büro wegzukommen. Also können wir das auch ausprobieren. So. Also hier hatten wir ja nur den gelben, ne? Was anderes. Also den blauen gab es noch, aber den können wir ja nicht gebrauchen. So. Okay, jetzt will ich nochmal eben schnell auf die Karte gucken. Jetzt sind wir hier im Nordturm. Wir könnten natürlich jetzt hier rumeiern überall, aber ich glaube, dass wir hier über die Treppe tatsächlich in den Kunstraum kommen können. Nordturm. Die Treppe runter, genau. Da waren wir schon ewig nicht mehr, ne? Die Treppe hier runter. Genau. Ja, weiter, weiter. So, nochmal eben auf die Karte gucken. Tja. Jetzt weiß ich nicht, wo ich lang soll. Das ist ein Portal, aber wo führt dieses Portal hin? Wo sind wir jetzt? Wir sind immer noch im Nordturm. Wir müssen hier rüber. Ist das Portal mit dem, also eins, mit eins verbunden? Ist das das Portal dazwischen? Das könnte gut sein, ne? So, wir gucken mal. Da ist doch der Kunstraum. Klar. Gefunden. Ich habe mich gerade an etwas über diese Gemälde und diesen Ort erinnert. Nathaniel kam letzte Woche nach meinem Unterricht hierher. Was hat er getan? Naja, ich habe gesehen, wie er mit dem Lehrer gesprochen hat, aber ich habe nicht verstanden, worum es ging. Ein paar Minuten später verließ der Lehrer den Klassenraum und ließ Nathaniel hier allein zurück. Ich schätze, er kam her, um das Gemälde zu malen, das wir in seinem Büro gefunden haben, in dem du Celeste gesehen hast. Was zum... Was ist jetzt passiert? Ich habe nicht mitgekriegt, was passiert ist. Haben wir jetzt noch das Gemälde? Da ist das, ne? Mhm. Okay. So, ich will mal eben gucken, ob das Ding hier aktiv ist. Die ist aktiv, ne? Ja. Okay. Also, wir müssen da das Rätsel um die Gemälde lösen. Die Frage ist nur, wie stellen wir das Ganze an? Was packen wir da rein? Ich glaube, da müssen wir jetzt erstmal die Hilfe in Anspruch nehmen. du hast nicht die nötigen Voraussetzungen. Ja, danke, das habe ich wirklich schon lange nicht mehr gelesen. Eines dieser Gemälde muss den Gegenstand enthalten, den wir suchen. Ja. Überprüfe sie alle. Vielleicht ist hinter einem von ihnen ein geheimer Tresor versteckt. Aha. Okay, gut. Wir überprüfen einfach alle. Ne. Also es kann eine Weile dauern. Nee. Hm.
Auch nicht. Auch nicht. Ich sehe da auch nichts irgendwie. Das sieht interessant aus. Nein, auch nichts. Und das wird es dann auch nicht sein. Das hatten wir jetzt ja auch. Oh, doch. Schaut mal. Aha. Aha. Aber da war nichts hinter versteckt. Hier, die Flasche. Also Nathaniels Büro. Okay. Ein Drache. Auch da ist nichts hinter. Das ist jetzt wieder zurück. Kann ich nur eins aufheben? Okay. Ah, hier. Ja, ich kann tatsächlich nur eins aufheben. Okay. Ich will mal eben schnell was ausprobieren, ob ich hier jetzt das, was ich eingesammelt habe, platzieren kann. Jawohl. Ich muss diese Runen, muss ich aktivieren, ja? Ha. Das hängt jetzt wieder da. Muss ich hier irgendwas machen? Ich guck mal eben. Oh, guck mal, hier können wir einen Tipp bekommen. Du musst dein eigenes magisches Bild malen, um das Rätsel in diesem Klassenzimmer zu lösen. Das habe ich mir nämlich fast gedacht. Wenn du nicht weißt, was du malen sollst, sieh dir den Wandteppich in der Bibliothek an. Oh. Wandteppich, Bibliothek, so langsam. Wandteppich, Bibliothek. Den da wahrscheinlich. Weil das Symbol hatten wir ja schon. Ja. Ja. Okay. Ich weiß tatsächlich nicht, was ich malen soll. Vielleicht weiß sie das jetzt? Nein. Okay, also ich kann die Sachen nutzen. Bin ich echt überfragt. Ich würde den gerne. Also das hier gerne mitnehmen. Weil das einfach ein Symbol ist, was wir eben auch auf diesem Wandteppich haben. Warum wird denn das da mal wieder angezeigt? Habe ich das jetzt nicht eingesteckt? Ja, doch. Die Frage ist nur, warum sehe ich auch das hier, ne? Feuer. So, probieren wir es mit grün. Aber auch das ist, glaube ich, nicht wirklich richtig. Mach mal grün. Ah, und so machen wir das Ganze wieder weg. Ich brauche einen zweiten Tipp, bitte. Der bunte Wandteppich zeigt dir, welche Farben du benutzen musst. Doch zeigt er viel mehr Farben, als du für dein Bild brauchst. Jedes Klassenzimmer wird durch eine Rune gekennzeichnet. Benutze nur die Farbe dieses Klassenzimmers. Moment. Das sollten wir hinkriegen. Okay, ja. Ja. So langsam formt sich da doch was. Hier, blau. Blau und gelb. Blau, gelb, grün. Rot. Blau, gelb, grün, rot. Ja, toll.
doch nicht so einfach gewesen, wie ich gedacht habe. Ja, benutze nur die Farben des Klassenzimmers. Also, blau, gelb, grün und rot. Aber das wird irgendwie nichts. Oder muss ich das in Reihenfolge machen? Das kann natürlich auch sein. Wir gucken mal eben. Das ist dann rot, gelb, blau und grün. Rot, gelb, blau, grün. Dann nochmal. Rot, gelb, blau und grün. Ja! Oh, großartig! Ja! Endlich ein Rätsel wieder gelöst! Yay! Aha. Aha. Okay, können wir jetzt das da lösen? Ich bin gespannt. Schauen mal. Ich brauche einen ersten Tipp. Ja. Das ist toll. Einige Bilder können auf die Staffelei des Lehrers bewegt werden. Wenn du zwei passende Bilder bewegst, verwandeln sie sich wie durch Zauberhand in neue Bilder. Das Ziel ist es, das verborgene Gemälde zu entdecken. Okay. Wenn ich zwei bewege, entwickeln die ein drittes? Aha. So. Ich will mal dahin. Das interessiert mich nämlich. Ach, guck mal, ich kann das also so machen. Das geht nicht. Celeste geht. Aber es hat sich kein drittes ergeben. Ich würde gerne erstmal rausfinden, welche ich überhaupt nehmen kann. Also, wir fangen mal da vorne an. Das können wir nehmen. Das ist doch schon mal was. Setzen wir ein. Oder auch nicht. Ich darf also nicht raus, ja. Ich will mal eben weiter gucken. Also da können wir bis jetzt nur das obere nehmen. Ja, okay. Okay, also da können wir nur das eine nehmen. Das ist doch schon mal sehr gut. Das auch nicht. Das hatten wir ja schon mal durchgeguckt. Ich vermute, dass das das Gleiche sein wird und dass ich unten das Feuerzeichen nehmen kann und alles andere eben nicht. Genau. So, jetzt würde ich aber gerne mein Gemälde einmal dahin packen. Nein, oh, jetzt ist das falsch. So. Und da muss ich hin. Dann kann ich das nämlich dahin machen. Dann gehe ich dahin, nehme das. Und pack das an die zweite Stelle. Und es passiert nichts. Oder muss ich gucken, ob sich irgendwas da verändert? Ja, da hat sich nichts verändert. Okay, dann müssen wir wohl das nächste durchgucken. Das konnten wir noch, genau. Aber auch da tut sich nichts. Okay. Gut, dann nehmen wir den Drachen wieder raus. Das wird ja, wahrscheinlich werden wir da ja auch probieren können, ne? Ah, jetzt habe ich das schon wieder verkehrt gemacht, ne? So. Okay,
dann war das Celeste. Da können wir aber, die war ja nicht brauchbar. Da wissen wir aber, dass es eben Celeste ist. Und hier wissen wir, dass es das ist. Ist es nur das? Ich will mal eben schnell fertig gucken. Und der Drache noch. Okay, gut. Also, das da ist es dann noch. Ja, das nehme ich mal. Und dann setze ich das da mal ein. Okay, passiert also nichts. Dann probieren wir die Bilder mit dem durch. Das wäre hier einmal Celeste. Irgendwie muss es ja passen dann, ne? Ja, nee. Dann hatten wir hier... Ach, verdammt. Ach, das ist doch doof. Das ist wirklich doof, dass man sich, ja, nicht so richtig bewegen kann hier. Man das nicht machen kann, wie man möchte. So. Aber es verändert sich nichts, ne? Gut, okay. Also, ich würde jetzt erstmal den Part beenden. Und im nächsten schauen wir nochmal, dass wir das irgendwie hinbekommen. Also, bis dann. Ciao, ciao.